Ich grüße Sie zum heutigen JFD-Devisenradar am 3. Februar hier am Dienstag. Und was war gestern für ein Tag? Wir hatten hier, oder besser gesagt, in der Nacht hatten wir hier eine Leitzinsentscheidung in Australien. Und diese fiel sehr, sehr überraschend aus, wie wir feststellen durften. Denn bekanntermaßen sehen Sie hier zunächst mal die Reaktion des Australdollars gegenüber dem US-Dollar. Hier in der Nacht gab hier 4:30 Uhr den Zinsentscheid der RBA, der australischen Notenbank. Und wenn Sie die Reaktion des Marktes sehen hier im Stundenchartintervall, dann dürfen Sie sicherlich rasch schlussfolgern, was das Ergebnis des Ganzen war. Es gab nämlich hier eine überraschende Leitzinssenkung. Der Australdollar gegenüber dem US-Dollar heute schon jetzt eine Range von 207 Pips zurückgelegt. Der Durchschnitt ist hier im Bereich von 90 zu finden. Also doppelte D Daily Range schon hier innerhalb kürzester Zeit nach unten abgefasst. Und die gestrige Annahme, wir hatten den Australdollar ja bereits gestern hier im Devisenradar im Fokus, dass sich hier dieses aufsteigende Dreieck unter Umständen als ja, Erholungsimpuls entpuppen könnte, hat sich hier ganz, ganz kurzzeitig tatsächlich herausgestellt. Was gesagt, dann in den nachfolgenden Stunden des Vormittagshandels konnte sich der Australdollar hier leicht steigern bis in den Bereich 0,7830, aber dann war da auch schon wieder Schluss mit dem Aufwärtsimpuls und grundsätzlich das Momentum, das war ja der Bias, sicherlich weiter abwärts gerichtet. Hier auf dem Wochenchart, beziehungsweise vielmehr dem großen Bild im Sinne des Wochencharts und dieser möglichen Unterstützung, die wir hier vorsichtig haben ableiten wollen, hier im Bereich 0,77 plus, die ist natürlich jetzt passé mit der Leitzinssenkung und mit dieser hat praktisch hier eine ja, weitere Verwässerung der Währung des Australdollars gegenüber dem US-Dollar stattgefunden. Hintergrund hier sind ja einerseits die schwächelnde Wirtschaft, das hängt aber auch natürlich mit den Rohstoffen zusammen. Die Rohstoffpreise ja hier bekanntermaßen zusammengebrochen und Australien ist ein Rohstoffland mit vielen, vielen Minenunternehmen und die Arbeitslosigkeit steigt leicht, das Wirtschaftswachstum ist schwächer. Das sind Punkte, die hier die Notenbank sozusagen als Beweggründe dieser überraschenden Leitzinssenkung angeführt hat, denn es wurde nicht damit gerechnet. Grundsätzlich ist das eine Überraschung gewesen. Minus 0,25% Basispunkt übrigens an dieser Stelle. Wir sehen jetzt hier mal den Leitzins seit den 90er Jahren von Australien und da sehen Sie natürlich hier generell eine seitwärts-abwärts gerichtete Tendenz. Hier noch der letzte Stand vom Dezember, lassen Sie sich nicht verwirren. Wir sind aktuell jetzt minus 0,25 Basispunkte waren es. Jetzt sind wir bei 2,25. Also hier eine kleine Treppe nach unten gegangen. Und das ist die erste Leitzinssenkung übrigens hier seit 2013, seit dem August 2013. Aber hier reiht sich so ein bisschen auch die Notenbank Australiens in die Reaktion von Kanada ein. Auch hier sahen wir im Januar eine Leitzinssenkung, auch eine überraschende, auch minus 0,25 Basispunkte. Der kanadische Dollar daraufhin auch unter Druck geraten natürlich. Aber auch hier rohstoffabhängiges Land. Hier wird interveniert im Sinne dessen, dass die Wirtschaft aufgrund günstigen Geldes angetrieben werden soll. Und das führt natürlich dann zu entsprechenden Verwerfungen. Der kanadische Dollar ja ohnehin hier dann weiter im Abwärtsdruck, aber wir fokussieren jetzt den Australdollar gegenüber dem US-Dollar. Zum US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar gibt es nachher noch eine schöne Analyse, auch vor dem Hintergrund der FTSE und Pattern-Logik. Lassen Sie sich da überraschen. Zum Australdollar kann jetzt neben den News, die ich Ihnen jetzt gerade mitteile, in Sachen Leitzinssenkung eigentlich nur noch gesagt werden, dass der Weg hier weiter nach unten gezeichnet ist. Und wenn wir uns jetzt hier nochmals den Wochenschaden, den müssen wir uns hernehmen, denn Sie sehen hier, lokale Tiefpunkte in der jüngeren Vergangenheit sind nicht auszumachen. Das eigentliche Local Low sozusagen findet man dann und da muss man sich tatsächlich schon hier in die Kreise der Finanzmarktkrise zurückbegeben, in die Zeitzone hier 2008, 2009. Hier sieht man durchaus eine mögliche Unterstützungszone. Das sind allerdings hier natürlich weit über 1000 Pips, die das Paar jetzt noch nach unten weiter korrigieren könnte. Keine Frage. Mittelfristig kann das durchaus passieren, denn Sie wissen, in den USA stehen Leitzinsanhebungen an. Die Liquidität wird hier etwas zurückgeschraubt, sozusagen eine Stärkung der Währung initiiert und beim Australdollar findet genau das Gegenteil statt. Das spricht natürlich ganz klar für eine weitere Abwertung und wenn sich die hier fortsetzt, dann haben wir hier tatsächlich mittelfristiges Abwertungspotenzial bis in den Bereich 0,64, 0,65 US-Dollar. Unglaublich aber wahr. Technisch gesehen wäre es an der Zeit hier im Bereich, wenn es eine Erholung gäbe, in Richtung 0,80, 0,81 hier mögliche Short-Engagements zu suchen, Schrägstrich hier aufzubauen, um dann auf diese weitere
Trendabschwächung zu setzen. Wir haben auch hier einen kurzfristigen Abwärtstrend schon etabliert. Also Rückläufe hier bis in diesem Bereich wären definitiv Short-Einladungen. Wir werden das beobachten. In jedem Fall eine sehr, sehr interessante Situation, die wir hier wieder erlebt haben am Devisenmarkt. Wir wollen doch mal sehen, was die Woche noch weiter bereithält. Denn wir haben unter anderem auch heute Nachmittag noch einige News aus den USA. Es gibt dann auch aus Neuseeland heute 22:45. Das war ja deutlich außer der normalen Zeit, aber das ist bei Neuseeland oder beim Neuseeland-Dollar üblich, Uso, dass hier zum späten Abend da Zinsentscheidungen oder auch Wirtschaftsdaten reinkommen. Also der Neuseeland-Dollar dürfte auch heute Abend im Fokus stehen, wenngleich nicht unter Zinssenkungsfantasien, sondern eher unter Wirtschaftsdaten-Gesichtspunkten. Aber in jedem Falle bleibt es interessant, hier den Markt da auch rüber hinaus zu beobachten. Wollen wir sehen, wie der Neuseeland-Dollar da am Abend reagiert. Australdollar, wie gesagt, hier im Sog der Zinssenkung weiter abwärts orientiert. Ich sage jetzt erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nachher, wie gesagt, kommen noch der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar und Gold gibt es dann direkt auch noch im Stream als kleines Special. Gut, bis dahin erstmal einen schönen Handelstag noch und bei Fragen, Wünschen, Anregungen schauen Sie ruhig im JFD Desktop vorbei. Und insofern wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Handeltag und tschüss.